So, hiermit das letzte Video zu der Sommersemesterklausur aus dem Jahr 2014, den ersten Termin. Hier möchte ich mal gleich alle Aufgaben in einen Rutsch durchkauen. Also, da habe ich sogar tatsächlich ein bisschen nachrecherchiert, wie man den Schwefelwasserstoff hier untersuchen könnte. Habe hier was gefunden bei Google Books. Hier steht etwas dazu. Die Bestimmung von Schwefelwasserstoff wird an Ort und Stelle durchgeführt. Ansonsten wäre meine erste Intuition, dass wir die ganze Probe ansäuern. Anscheinend ist dann wohl die richtig. So, für die weiteren Sachen, denke ich, könnt ihr wohl wahrscheinlich selber recherchieren, wie eine mechanisch-biologische Kläranlage funktionieren soll und so weiter und so weiter. Das sind Sachen, die könnt ihr selbst irgendwie erfassen, herausfinden. Vielleicht hierzu noch zu der Aufgabe B, auch wieder vom Le-Chatelier, es ist die Temperatur, der Druck und die Konzentration, die hier irgendetwas ändern kann oder die das beeinflussen kann, wie viel denn Sauerstoff sich in dem Wasser löst. Bei niedrigen Temperaturen lösen sich Gase natürlich sehr gut im Wasser. Je höher die Temperatur ist, desto weniger Gase können sich dort drin lösen. Das mit dem Druck ist ganz klar. Wir kennen das von dem SodaStream, denn der pustet ganz viel CO2 in das Wasser rein unter hohem Druck. Also ist der Druck höher, dann lösen sich natürlich auch mehr Gase im Wasser. Und zu der Konzentration ist die Lösung gesättigt, ist ja auch nicht mehr in der Lage, noch mehr Gase aufzunehmen. Also, soweit sollte das reichen. Wie viel Milligramm in Liter Sauerstoff sich lösen kann, glaube ich, wurde in der Vorlesung erwähnt. Das lasse ich jetzt mal aus. Ja, den Schichtenaufbau der Atmosphäre, das könnt ihr bei Google Bilder finden. Das findet ihr auch ganz leicht heraus, auch ohne mich. So, und dann kommen nur noch Notizen. Ihr könnt hier so einen Like-Button machen. Ja, macht einen Daumen hoch, like das Video. Ansonsten bedanke ich mich für eure, ja, Kommentare und die Däumchen. Und ich fange mal die nächste Klausur an, denn das war sehr oft gefragt von euch. Okay, dann bis denn.